Nein, liebe Freunde und liebe Soldaten, ich weiß, ich habe als Verteidigungsministerin einen Fehler gemacht und meine Bundeswehr pauschal in eine Ecke gestellt. Das tut mir auch leid, aber natürlich steht meine Bundeswehr nicht kollektiv für Mobbing von Führungspersonen, für Bloßstellung von Gegnern der Gesellschaft, für erniedrigende Veröffentlichung wahrer Absichten von Politikern. Das passiert natürlich auch bundeswehrübergreifend, zum Beispiel in der Matthias-Richtling-Show. Es tut mir leid. Dankeschön. Da stimmt natürlich, meine Damen und Herren, was die Bundeswehr nicht leisten kann im Kampf gegen Lügen, falsche Versprechen und Täuschung der Wähler. Das machen wir in der Matthias-Richtling-Show. Guten Abend dazu und herzlich willkommen. Und zwar machen wir das heute mit den aktuellen Paradebeispielen Putin und Erdogan und von der Leyen und Kretschmann und Strobel, die wenigstens als Ausgleicher auch immer angelogen und hinters Licht geführt werden von Demoskopen und Parteifreunden. Ja, jedes Mal freut sich der besonders über Prognosen, der nach der Wahl dann heulend in der Ecke sitzt. Ja, so ist doch. Es ist doch komisch, also, Entschuldigung, wenn ich mal sagen darf, dass ein Martin Schulz bei 3 Landtagswahlen abstinkt, obwohl die SPD ihm lange vorher versprochen hat, dass sie den Wähler genau darauf trimmt, was er von ihm halten soll. 100%. Was haben die in der SPD ihn bejubelt und sich auch natürlich. Also wer in der SPD von Martin Schulz gesprochen hat, der hat sich ja die Klamotten vom Leibe gerissen und den Sabber vom Mund gewischt. Oh, und wir geben Schulz 3-mal nicht mal 30%. Also unglaublich. Aber es ist klar, nicht? Weißt du, wenn man mit dem Wähler eine Beziehung eingehen will, ein Verhältnis, dann ist eben Selbstbefriedigung ziemlich abtörend. Ja. Das ist natürlich. Deswegen heißt es ja auch SPD, Selbstbefriedigungspartei Deutschlands, sitzen im Willy Brandt aus und holen sich einen Martin Schulz runter. Oh. Oder wurde Schulz nur in die SPD hineingehackt von Wladimir Putin, ne, wie Trump ins Weiße Haus? Da können wir mal fragen, zufällig ist er uns zugeschaltet, eventuell, da ist er vielleicht schon uns zugeschaltet. Herr Putin ist uns vielleicht schon... Ah, danke fürs Gespräch, Herr Putin. Dankeschön, dass Sie Zeit haben. Was für ein Gespräch? Naja... Sag, was ich sage, da brauche ich gar kein Gespräch. Ah, da sind wir schon beim Thema. Sie sprechen Deutsch, höre ich und weiß ich. Selbstverständlich. Naja. Ich habe, wie das ist bekannt, schon vor Jahrzehnten in Deutschland vor Ort Deutschland unsicher gemacht in Deutsch. Ha, wunderbar. Also. Hier schlagen ja die Wellen hoch, weil ihr Herr Trump Ihrem Außenminister Lavrov Geheimnisse verraten hat. Und da ist alles empört darüber. Und das hat er nicht getan. Nein? Wenn er es getan hätte, da hätte er sowieso nur ausgeplaudert, was wir ihm vorher suggeriert haben. Haben Sie denn Trump Wahlkampfhilfe geleistet? Nicht. Nein, aber FBI und CIA und NSA bestätigen das aber. Die sagen, natürlich, sie bestätigen. Weil sie einen Schuldigen brauchen, um abzulenken. Aha, von wem denn? Vom amerikanischen Volk. Wieso vom amerikanischen Volk? Damit sie nicht müssen zugeben, dass das amerikanische Volk in freier Wahl und geistiger Umnachtung zum amerikanischen Präsidenten gewählt hat, einen Debilen. Aber, also, ja. Also, Sie haben keine Hackerangriffe angeordnet. Meine Anordnungen gehen immer direkt an den amerikanischen Debilen, an den amerikanischen Präsidenten. Und Sie haben auch keine Spione im Weißen Haus. Ha? Sie verstehen nicht. Nein. Herr Trump ist unser Spion. Oh, aber er funktioniert offenbar nicht so, wie Sie wollen. Er schimpft wegen der Ukraine, er hat gegen Ihren Willen Assads Giftgasstützpunkte bombardiert und so weiter und so fort. Nicht wahr? Das ist ja... Ja, das müssen wir noch einmal nachjustieren medikamentös. Wie? Wenn wir bei G20-Gipfel Herrn Trump nehmen zu einer Kontrolluntersuchung in Psychiatrie. Ach, deswegen sind Trumps Äußerungen so wirr im Grunde genommen in Bezug auf Russland. Ah, wirr.
Na ja, also er schimpft ja wegen der Geheimdienste und dann lobt er sie. Da hat das Gespräch von Lavrov bestreiten lassen. Er bestätigt es. Ja, das ist das Problem. Er versteht meine Anweisungen nicht. Er kann keine Russisch. Also wirklich, meine Damen und Herren, danke für das Gespräch, Herr Putin. Aber wissen Sie, wer weiß, was Putin noch alles gehackt hat? Bitte. Und wenn Putin schon so Rechte wie Le Pen und Trump und Brexit-Macher unterstützt, weiß es, vielleicht hat er in die Bundeswehr auch die Wehrmachtssymbole hineingeschleust oder vielleicht sogar den rechtsradikalen Franco A., weiß man's? Vielleicht hat Herr Putin sogar Frau von der Leyen gehäckselt. Naja. Sie wirkt ja wie durch einen Fleischwolf gedreht und will ja alles rausschmeißen aus der Bundeswehr, was an deutsche Geschichte erinnert. Nicht wahr? Wehrmachtssymbole und Reichsfahnen und Devotionalien. Nur komisch, ihre Frisur hat sie behalten. Nicht? Obwohl die sehr verdächtig erinnert an die Haarmode des Nazi-Bundesdeutscher Mädchen BDM. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge der Trödelei von Horst Lichtergestalt. Bares für Rares preisen wir an. Es kann aber auch sein, dass wir für Rares heute eine Anzeige kriegen, weil meine Gäste bieten heute an, wollen wir sagen, unangenehmes militärisches Gedankengut. Ja? Und da begrüßen wir schon den ersten Anbieter. Und du bist? Ich wollte mich entschuldigen. Ja, das ist immer gut. Sag mal, ich hab dich doch neulich im Fernsehen gesehen. Ich bin die Ursula von... Vom Supertalent, jetzt weiß ich es wieder. Ja, du bist doch die aus der Kiste, da hast du sie schon, ja, diese militärischen Gebrauchsgegenstände herausgezaubert hast. Ja, die haben sich dann braun gefärbt, das war toll. Nein, das tut mir leid, ich führe die deutschen Soldaten. Das war es. Du führst die Soldaten vor und jedes Mal, wenn du sie präsentierst, haben die sich braun gefärbt. Super Talent. Nein, das tut mir leid. Ich habe überhaupt gar kein Talent. Alter, brauchst du aber, wenn du sogar braune Soldaten aus dem Hut zauberst. Aber nein, das haben Sie falsch verstanden. Das tut mir auch leid. Ich habe gesagt, dass es in meiner Bundeswehr braune Rechtsradikale gibt. Und da steht die ganze, das tut mir auch leid, Bundeswehr jetzt da als Rechtsextrem. Es tut mir so leid, dass es mir leid tut. Es und damit so bist du bei den Bohlen nicht ins Finale gekommen? Ich war doch gar nicht bei den Bohlen. Nein. Nicht mal? Du arme Sau. Hochzeltchen, das tut mir jetzt aber leid. Was mache ich denn jetzt mit dir? Naja, weil es so viele Missverständnisse gegeben hat, habe ich mir gedacht, ich schmeiße alles raus, was an Nazi erinnert, an der Bundeswehr und an Braun und Wehrmacht und alles raus. Alles. Aha, und dann willst du jetzt alles loswerden bei Bares für Rares. Ja, wir müssen uns befreien. Von der Geschichte, wenn ich dich richtig verstanden habe. So, und du meinst also tatsächlich, wenn du das alles loswerst, die ganzen Nazi-Symbole aus deiner Bundeswehr, dann bist du auch die Nazis da los? Na, also, deine Naivität hat ja was Rührendes, ja? Also. Das tut mir auch leid. Ja, ist ja gut. Zeig mal, was hast du denn da alles? Also, Hakenkreuz sehe ich schon. Eisernes Kreuz, ja, prima. Stahlhelm, oh, die Lanzerbildchen, das ist ja traumhaft, wunderbar. Und hier, Wehrmachtsfigürchen, wo hast du die denn hier? Das hast du alles aus deiner Rumpelkammer. Das nein, aus meiner Bundeswehr. Ja, sag ich ja, Rumpelkammer. Sag mal. Ist das dieselbe Bundeswehr, wo auch sonst so viel Schrott rumliegt? Schrott? Naja, also hier, das Gewehr G36, was ein Schief schießt, das wissen wir doch. Ja, hier, die Marinehubschrauber, die nicht gewartet sind und die Triebwerke von den Transportflugzeugen, die nicht funktionieren. Der Schleudersitz vom Eurofighter, der auch nicht funktioniert. Ja, das tut mir auch leid. Ja, aber das macht ja nichts, aber brauchst du nicht, jetzt weißt du warum. Wenn deine Soldaten Zeit und Geld aufgewendet haben, das alles so prima in Schuss zu halten, da war doch für G36 gar keine Zeit mehr. Das ist ja picobello. Ob die Verteidigungsministerin alles losgeworden ist, das erfahren wir jetzt und begrüßen in der Matthias-Richtling-Show die Marketenderin und Flohmärklerin der Bundeswehr, Ursula von der Leyen.
Ah, Frau von der Leyen. Schönen guten Tag, bitte. Wenn Sie Platz nehmen wollen, bitte nehmen Sie Platz. Bitte. Na, bitte. Entschuldigung. Frau von der Leyen, haben Sie die Bundeswehr schon erfolgreich entschlagen? Von... Entschuldigen Sie. Ich weiß, unsere Geschichte ist unser Problem. Wer die Nazizeit nicht erlebt hat, hat einfach ein anderes Bild. Ja, und da wollen Sie also die deutsche Geschichte jetzt verdrängen aus der Bundeswehr. Zu Recht. Ich sehe es an meinen Soldaten, dass sie es prima finden, über die Devotionalien den Zusammenhalt der Nazis zu spüren, die Brüderlichkeit der KZ-Aufseher, die Kameradschaft der SS und die Verschworenheit der Ortsgruppenleiter, ohne dabei selbst Massenmord begehen zu müssen. Was? Ja, aber wäre es nicht eine Chance, statt Incirlik zu verlassen, mit dem ganzen Plunder einzufallen in Ankara? Herr Erdogan würde sich heimisch fühlen, wäre handsam und so viele Flüchtlinge gäbe es gar nicht, wie er uns abnehmen wollte. Da, schon wieder diese Probleme mit diesem Deutschland. Da immer sie torpedieren mit diktatorischen Mitteln meine demokratische Entscheidung von Präsident Erdogan, was bin ich? Da kommt diese Merkel, diese Verrückte, und will sie abziehen, deutsche Soldaten aus türkischer Incirlik. Weil ich habe verboten, dass diese deutschen Soldaten bekommen Besuch von deutschen Politikern. Aber das ist normal. Weil deutsche Soldaten in Incirlik, das ist NATO-Soldaten, das ist in Dienst. So, in Dienst, da ist verboten zu bekommen private Besuch von Oma, Opa, Tante, Onkel, Vater, Mutter. Zu machen Quatschen und Kaffeekranze. Aber deutsche Politiker, sie machen nur Quatschen und Kaffeekranze. Also ich verbiete. Da will sie abziehen, diese Merkel, Soldaten aus Incirlik. Was soll das? Aber ich darf ich nicht besuchen türkische Soldaten in Deutschland, türkische Landsleute in Deutschland. Zu sagen, wo machen Kreuz für Todesstrafe? Ah, da sagt diese Merkel, da sagt sie, ah, Todesstrafe, das ist gegen Grundgesetz. Ah, so, ah, so. So, dann ich ziehe ab meine türkischen Soldaten aus Deutschland, meine türkischen Landsleute aus Deutschland, wenn ich nicht machen darf Todesstrafe. Aber deutsche Soldaten, sie machen vom Berufswegen Todesstrafe. So, dann sollen abziehen, weil dürfen nicht werden besucht, aber ich darf nicht besuchen türkische Soldaten in Deutschland, zu sagen, wo machen Todesstrafe. Dabei sollen sie gar nicht machen Todesstrafe, sondern nur sein für Todesstrafe. Ich verstehe überhaupt gar nicht mehr, was ich sage. Wie soll da Merkel verstehen, was ich sage? Ich bin Vertreter von Humanität. Sogar für Feinde von Demokratie, was bin ich? Auch sogar für diese Putsche-Leute, was sind gegen mich in letztem Jahr geputscht gewesen, geputscht. Humanität für diese Leute. Kopf ab. Sonst, sie sitzen Jahrzehnte und Jahrhunderte ohne Gesetz, ohne Justiz, ohne Richter, sitzen sie in türkische Gefängnis. Da hast du einmal gesehen, türkische Gefängnis von innen? Ratten, Mäusen, Kakerlake, Matratze verschissen, in Essen gepisst, Folter und Vergewaltigung. So, das will Merkel haben für diese Leute. Hat sie keine Gnade für diese Leute zu geben? Todesstrafe und damit Erlösung von Leid in türkische Gefängnisse. Diese Merkel ist eine erbarmungslose Flitschen. Keine Humanität. Scheiße. Frau Minister, kleinen Moment. Herr Putin, ich muss noch mal drauf zurückkommen. Ja, wollten Sie durch Hacking den Glauben an den demokratischen Prozess untergraben in Amerika, wie Herr Erdogan auch in der Türkei? Ist das ähnlich zu vergleichen? Was für ein demokratischer Prozess? Naja, freie Wahlen. Was ist das für eine freie Wahl, in der eine Frau Clinton 3 Millionen mehr Stimmen bekommt und dennoch verliert durch ein Wahlsystem, mit dem die Gründer von Amerika vor 200 Jahren bereits Amerika gehackt haben? Aber Sie wollen doch mit Ihren Methoden die ganze Welt unterwandern, also. Nein, ich darf Sie erinnern. Ja, bitte. Dass Russland bereits vor 250 Jahren unterwandert wurde von der deutschen Katharina der Großen. Ach so, ja. Sie hat sich die gesamte russische Regierung unter den Nagel gerissen. Stimmt. Das ist Unterwandern. Jetzt schlagen wir zurück. Ja, werden Sie auch die deutsche Bundestagswahl beeinflussen? Ah, bitte, ich mache in Weltpolitik und nicht in Vereinsmeierei. Ja, aber die Sorge ist schon, dass Sie da Einfluss nehmen auf die Bundestagswahl. Na, dazu brauchen Sie nicht mich. Nein? Sehen Sie,
Ein Anis Amri ist laufen gelassen worden von ihren LKA. Ja. Damit er macht einen Anschlag auf die Berliner Weihnachtsmarkt. Da sind Akten sind vernichtet und vordatiert worden. Deutschland hackt sich doch selber. Da kann ich noch eine Menge lernen. Naja, Sie reden sich raus. Ich will nur wissen, ist bei der Bundestagswahl Ähnliches zu befürchten wie bei der US-Wahl? Ich habe gehört, viele wollen loswerden Angela Merkel. Na, da hat das noch nicht ausgemacht. Also. Na, und was ist Ihre Alternative? Na ja, Martin Schulz natürlich. Ah, es ist also eine Wahl zwischen der optischen Vorsteherin einer Suppenküche und dem obeinigen Schlag, den Lukas, der daherkommt wie ein Makake, der nur einen Trick kann. Deutschland kann froh sein, wenn seine Bundestagswahl wird gehackt. Oh, vielen Dank für Ihre Offenheit, Herr Putin. Ja, Frau Minister, das sind ja tolle Aussichten. Wie wollen Sie unter solchen Bedingungen das Führungsproblem lösen in der Bundeswehr? Das ist doch also nicht so einfach, wenn Sie das sich angucken, was Herr Putin so vor... Entschuldigung. Was ist denn? Sie machen meine Fehler, alles zu generalisieren. Ja. Die Bundeswehr hat kein Führungsproblem. Sie hat nur ein Problem, wie sie mich führt. Und Sie lassen Sie jetzt führen vom Ausmerzen aller Wehrmachtssymbole? Ja, weil Sie das Nazitum zum Flohmarkt der Gefühle machen. Überall juckt es. Aber die Soldaten können sich einfach die vernichtende Staatsgewalt, die dadurch symbolisiert wird, nicht mehr vorstellen. Ah, na ja, aber die vernichtende Staatsgewalt wird Ihnen doch täglich vorgeführt. Zum Beispiel von Leuten wie einem Herrn Erdogan. Also. Da bin ich großer Demokrat, was ist auf die Welt, bin ich Präsident Erdogan. Was bin ich? Da verrage ich an alle Feinde von Freiheit und Volkswillen von türkischer Präsident, was bin ich? Warum ich soll ich machen Todesstrafe? Ha? Mit meiner persönlichen Liberal sein und mit meiner Gleichheit mit mir vor Gesetz, da ich habe sogar überwunden Diktatur und Gewaltherrschaft von Stalin und Hitler. So, mit Menschlichkeit und Größe. Ich sage nur, in die Dritte Reich, da hat gegeben Millionen von Toten in KZ, wenn sie waren gegen System. Aha, ich habe Gapuche-Leute in die letzten Gapuche-Leute, was war gegen System, was war gegen mich? Sie haben geputscht gegen mich, das war die größere Putsch, größer als gegen Stalin und Hitler jemals gewesen. Oh, da ich habe nur gehabt 260 Tote. Da ich habe noch Millionen Tote, gut. Ein unglaublicher menschlicher Fortschritt. Aber er wird überhaupt nicht gewürdigt von Menschenrechtsorganisationen. Da kommt diese Merkel, diese kleine Bumskugel, und sagt sie, Todesstrafe, das ist gegen Grundgesetz. So, gegen Grundgesetz, aha. Nein, die Wahrheit ist, da hat sie nur Angst, weil die Nazis, sie haben ausgeschlachtet Todesstrafe. So, diese Merkel, diese blöde Kuh, sie glaubt, sie, wenn sie macht Todesstrafe heute, da bricht Barriere und alle Deutschen, sie werden wieder Nazis, nur weil sie machen Todesstrafe. Was für eine Blödsinn. Ich verstehe nicht. Die Nazis, sie haben auch gemacht Autobahne. Millionen Deutsche, sie fahren jeden Tag Autobahne. Sind alle Nazis? Auf diese Autobahn jedes Jahr da 3.000, 4.000, 5.000 Tote auf Autobahn. Da diese Deutsche wären weniger Nazis, wenn sie würden schließen Autobahn und machen stattdessen Todesstrafe. Das ist ein unerträglicher deutscher Masochismus. Sie peitschen sich immer noch aus, für was haben ihre Vorfahren verbrochen. Diese Deutsche, da sage ich dir, diese Deutsche sind heute noch die Kollateralschaden von den Nazis. Das ist unerträglich! Frau von der Leyen, wäre das nicht der richtige Ton, mit dem Sie in Ihrer Bundeswehr das Haltungsproblem lösen könnten? Nein, bitte, nein. Ich muss noch einmal revidieren. Meine Bundeswehr hat kein Haltungsproblem. Die allermeisten meiner Soldaten machen einen ganz normalen Job.
mit Rekrutenmisshandlung, Aufnahmeschikanen und Sexmobbing. Also bitte, das ist doch alles geistiger Feinstaub, den man nicht in den Griff bekommt, allein mit mentalen Fahrverboten. Also bitte. Ja gut, also. Ach, also neu. Was ist denn? Also ich bin noch ganz durcheinander. Ach, das ist ja nichts Neues. Was haben Sie denn schon wieder? Ja, wie sollen wir uns denn jetzt verhalten? Feinstaub und Diesel und VW und Daimler. Also was machen wir denn jetzt wo, wenn wir was wie machen, wo wir gar nicht wissen, warum wir uns wann für was entscheiden? Hä? Sie haben ja auch lange nicht mitregiert. Das ist doch klar. Ach, ja, also Sie stehen ja zwischen allen Fronten, gell? Den Autoherstellern passt nicht, was Sie sagen, und den Umweltorganisationen auch nicht. Da sehen Sie doch ganz genau, dass der Feinstaub eine reine psychische Angelegenheit ist. Ach so? Ja, weil Feinstaub kommt vom Diesel. Ja, ich weiß. Ja, das weiß ich, dass Sie es wissen. Und den Diesel gibt es seit 1893. Da kommen Leute plötzlich nach über 120 Jahren drauf, wie mein Herr Strobel sagen würde, ach, der Diesel bringt ja Feinstaub. Wir husten, wir krepieren, wie furchtbar. Der keiner davon schwätzen, der soll keiner merken. Ja gut, also merken vielleicht schon wie Hanna. Aber Sie wissen nicht, woran es liegt. Sie dächten Helzweg an Ihrer neuen Katz oder an Ihrer neuen Gattin. Dann hätten wir keine Probleme. Da sehen Sie eben, wie schnell man zum Donald Trump wird in der Politik. Ach so, ja. Wir hätten halt die geheimen Informationen über den Feinstaub nicht so schnell der Öffentlichkeit ausplaudern dürfen. Schutzspät. Nicht, wenn wir es schaffen, die positive Seite vom Feinstaub in den Vordergrund zu kehren. Ach so? Ha ja, also Feinstaub ist eine ausgesprochen positive Sache, weil er nämlich vom Diesel kommt und die ist nicht ungeheuer positiv, weil der Diesel durch weniger Kraftstoffverbrauch weniger CO2 ausstößt, was von der EU ab 2020 sowieso reduziert werden soll. Das heißt, wir brauchen den Feinstaub vom Diesel, damit wir die niederen CO2-Werte der EU erreichen können. So. Aber bringt der CO2 nicht auch das schlechte Wetter und den vielen Regen? Ja, ja, das stimmt. Ja, aber hat das CO2 nicht uns gerade in letzter Zeit die niedrigen Feinstaubwerte beschert? Ach, scheiße! Wie Hannah Arendt! Nein. Kraft! Bräuchten wir dann nicht noch mehr CO2, damit wir die Feinstaubwerte reduzieren durch CO2, was die EU ja reduzieren will. Donnerwetter, Strobel, also neu, dass Sie da drauf kommen, dass in Wahrheit am Feinstaub die EU schuld ist und dass wir nicht den Diesel reduzieren müssen, sondern Europa. Ach, also neu. Frau Minister, also nach Jahrzehnten fällt auf, Diesel ist unsauber. Nach Jahrzehnten fällt auf, in der Bundeswehr gibt's Nazi-Symbole. Also im Straßenverkehr würden Sie mit dieser Reaktionszeit nicht durchkommen. Entschuldigung. Ich weiß natürlich, es dauert seine Zeit, bis durch Fotografien wie die von Helmut Schmidt in Wehrmachtsuniform in der Bundeswehr rechte Netzwerke entstehen. Aber das betrifft die gesamte Gesellschaft und deswegen müssen jetzt endlich auch alle noch lebenden Fotos von Vätern und Großvätern aus Stalingrad in den Familienalben übermalt werden. Ah, Sie meinen, interessant. Willkommen zurück zu Bares für Rares, Liebelein. Ursula von der Liebelein. Du kommst also heute zu Horst Lichter, damit du Nazi-Symbole loswirst aus deiner Bundeswehr. Na, zeig mal, was hast du denn da noch alles? Ah, oh, was hast du denn da versteckt? Aha, ein Bild von Eva Braun. Wer hätte das gedacht? Das Hitlerflittchen in den Spinden der deutschen Soldaten als Wichsvorlage.
Hier, ein Porträt von Adolf. Hast du das schon dem AfD Höcke angeboten? Wir müssen einfach ein neues Geschichtsverständnis aufbauen. Ja, ja. Oh, da ist es ja. Da ist es ja. Das Bild von Helmut Schmidt. In Wehrmachtsuniform. Ja, das kennt man ja. Ja, das haben wir abhängen lassen. Sag mal, du willst den Helmut Schmidt verramschen? Na, sag mal. Also wer hätte das gedacht, dass unser ehrwürdiger Helmut in Wehrmachtsuniform heute noch Nazis produziert bei der Bundeswehr? Ich bin entsetzt. Ja, es erinnert einfach zu sehr an die Nazi-Zeit und Nazis und Rechte fühlen sich dadurch legitimiert. Ach so. Ja. Ja, dann kannst du das aber nicht beschränkt lassen auf die Bundeswehr. Nein. Weil Nazis und Rechte, das gibt ja überall. Ja. Und damit die sich nicht legitimiert fühlen, muss ja praktisch alles vernichten aus der Zeit. Die Filme, die kannst du ja nur vernichten. Zara Leander, Heinz Rühmann, Marie Gröck, die darfst du ja nie wieder erwähnen. Meinst Nein! Wenn wegen denen einer Nazi wird, da bist du dran. Auch die Musik von diesem Wagner, das war doch die Musik von dem Hitler. Ja. Also, Bayreuth, das musst du platt machen. Ach, du liebe Zeit, wo die Bundeskanzlerin doch immer zu den Festspielen pilgert. Oh. Was sagt uns das? Mir wird ganz weich. Ja, zu Recht. Aber ich kann dir sagen, das Positive ist, ja, wenn du das alles verhökerst, ja, dann wird deine Bundeswehr in der Lage sein, an die Börse zu gehen. Nein. Dann ist deine Bundeswehr wertvoller wie Apple. Meins? Ja, du musst du alles raushauen, was an Braun und Nazi und Wehrmacht erinnert. Ja. Traust du dir dazu? Ja. Dass du die Geschichte austreibst aus der Bundeswehr? Ja. Dass du die größte und beste Geschichtsexorzistin wirst, die Deutschland je gesehen hat? Ja. So, da gebe ich dir jetzt schon mal die Händlerkarte. Trödelchen, hau alles raus. Frau Minister, also Mobbing und Misshandlung und Rechtsradikale. Dabei haben Sie ja schon 2014 angefangen, eine familienfreundliche Bundeswehr zu gestalten. Sind denn Kinder da überhaupt noch gut aufgehoben bei der Bundeswehr, ist die Frage. Wir müssen die Begegnung mit dem Feind neu denken, ach so, auch im Innern. Der Feind steht rechts und je radikaler er den Kindern in der Bundeswehr begegnet, umso größer ist die Chance, dass diese Kinder irgendwann einmal zum Beispiel AfD nicht wählen. Dankeschön für das Gespräch, Frau Minister. Und in der Summe bleibt zu fragen, wo alles so offensichtlich ist, warum fällt es uns so schwer, eine eigene Meinung dazu zu entwickeln? Warum, wieso, warum wissen viele 3 Wochen nach einer Wahl noch nicht, was sie eigentlich wählen wollen? Dabei geben wir doch jede Woche unsere Meinung ab bei Demoskopen. Aber nein, am Wahltag kommt was ganz anderes aber raus. Warum? Warum? Warum haben wir am Wahltag von unserer Meinung immer die Nase voll? Ist eine Wahl nur eine Tat im Affekt, weil die Ehefrau nervt oder weil die Schwiegermutter einem wieder Nägel in den Sessel gelegt hat? Wer regiert uns 4 Jahre nur, weil wir am Wahltag schlechte Laune hatten? Eine Wahl ist im Grunde genommen nur ein Ausdruck von Selbstleugnung, wo man gegen seine eigene Meinung entscheidet, um es der Politik mal so richtig zu zeigen. Im Grunde ist Wahl nur das Borderline-Syndrom des Wählers, der sich in Arme und Beine und ins eigene Fleisch schneidet, um die Schmerzen der Politik zu übertünchen mit dem, was er sich selber antut. Wo drückt denn Wahl noch Meinung aus, frage ich Sie. Ach, guten Abend.